Das Ende der Ersten Republik. Durch die Mai-Verfassung von 1934 regierte Dollfuß autoritär. Österreich wurde zu einem faschistischen Ständestaat. Zeitgleich hatte Adolf Hitler in Deutschland die Macht übernommen. 1933 wurde er zum Reichskanzler und nach dem Tod von Präsident Hindenburg 1934 ernannte er sich auch zum Reichspräsidenten. Ab diesem Zeitpunkt lag die alleinige Macht beim Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Einen Ableger seiner nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gab es bereits seit 1920 auch in Österreich, nämlich die Nationalsozialistische Partei in Österreich. Diese stand in einem engen Kontakt zur Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei und wollte als Ziel den Anschluss an das Deutsche Reich. Der gebürtige Österreicher Adolf Hitler hat dies auch in seinem Buch Mein Kampf auf der ersten Seite festgehalten. Dollfuß verbat die NSDAP in Österreich 1933, nachdem diese im Juni Terrorakte gegen Zivilisten, aber auch gegen staatliche Einrichtungen durchführte. Dadurch war es den Nationalsozialisten in Österreich jetzt nicht mehr möglich, über eine Wahl an die Macht zu kommen. Es gab also keinen Weg einer legalen Machtergreifung mehr. Von Deutschland aus wurden die österreichischen Nationalsozialisten aber weiterhin stark unterstützt und die Organisation agierte im Untergrund. Und in ihrer Propaganda sprachen die Nationalsozialisten gar von der Befreiung Österreichs. Im Juli 1934 kam es dann schließlich zum Umsturzversuch, dem sogenannten Juliputsch. Nationalsozialistische Bewaffnete tarnten sich als Bundeswehrsoldaten und erschossen im Bundeskanzleramt Engelbert Dollfuß. Der Putsch schlug jedoch fehl. Die Anführer wurden verhaftet und hingerichtet. Und die deutsche Regierung bestritt, bei der Planung oder bei der Durchführung mitgewirkt zu haben. Nach der Ermordung von Engelbert Dollfuß wird nun Kurt Schuschnigg neuer Bundeskanzler von Österreich. Er wollte Österreich unbedingt als eigenen, unabhängigen Staat erhalten. 1935 verlor Österreich den Schutz Italiens. Mussolini griff das Königreich Abessinien an, das im heutigen Äthiopien liegt, und die Westmächte verurteilten diesen Angriff und isolierten Mussolini. Hitler streckte Mussolini die Hand entgegen und dieser nahm sie an. Es entstand die Achse Rom-Berlin. Der Pakt zwischen Hitler und Mussolini führt schließlich dazu, dass Österreich die Schutzmacht Italien verliert. Der Anschlussdruck wurde nun zunehmend größer, bis schließlich im Februar 1938 Hitler Kurt Schuschnigg nach Berchtesgaden zum Obersalzberg einlud und ihm mit militärischen Konsequenzen drohte. Schuschnigg musste aufgrund des Drucks von Hitler den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum neuen Innenminister ernennen. Dieser hatte nun die Gewalt über die Polizei inne und zusätzlich konnte er die nationalsozialistische Propaganda nun auch legal verbreiten. Im März 1938 versuchte Schuschnigg einen letzten Rettungsversuch. Er wollte das Volk selber über die Unabhängigkeit Österreichs abstimmen lassen. Hitler tobte und erzwang den Rücktritt Schuschnigs. Kein anderer christlich-sozialer Politiker wollte die Nachfolge übernehmen und so wurde entsprechend Hitlers Wunsch Arthur Seyß-Inquart zum neuen Kanzler. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erfolgte schließlich mit dem Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938.
Am 15. März 1938 verkündete Adolf Hitler am Wiener Heldenplatz den Eintritt Österreichs in das Deutsche Reich. 200.000 Menschen jubelten Hitler und den anderen Nationalsozialisten zu. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Obwohl der Anschluss eigentlich schon vollzogen war, wurde im April 1938 eine Volksabstimmung über den Anschluss abgehalten. 99,7% stimmten mit Ja, wobei die vermeintlichen Nein-Wähler schon im Vorfeld terrorisiert wurden. Viele gaben sogar ihre Stimme vor den Augen der anderen ab, weil sie Angst davor hatten, als Nein-Wähler bestraft zu werden. Auch gab es davor schon sehr viele Propagandaaktionen, um den Ausgang der Wahl eigentlich klar zu machen. Hier sieht man außerdem den Stimmzettel, bei dem entweder für Ja oder für Nein gestimmt werden konnte. Österreich wurde danach vollständig in das Deutsche Reich eingegliedert. Andersdenkende und rassische Gegner wurden abgesetzt und alle wichtigen Positionen und Stellen wurden mit Nationalsozialisten besetzt. Das Bundesheer und die Polizei schworen den Eid auf Hitler. Das sieht man auch hier auf diesem Bild. Jegliche Erinnerung an Österreich sollte ausgelöscht werden. Zu Anfangs hieß Österreich noch Ostmark. Ab 1942 durfte nur mehr von den Alpen und Donaugauern gesprochen werden.